Hallo, meine rattenvernichtenden Geschichtenbeeinflusser und herzlich willkommen zurück zum weiteren entspannten, locker flockigen Ründchen hier bei War Tales. Unsere liebe Diebesbande rund um Bart, Hilde, Diegorea, Hackert und Togus haben wir in letzter Zeit wieder ein paar schöne, verseuchte Abenteuer erlebt. Jetzt sind wir wieder in Stromkap und ich hatte ja gesagt, wir wollen dann in Richtung hinten der einen Quest noch gehen, die wir ja da haben. Wir haben hier so eine Quest. In die Richtung wollte ich gehen, wollte mit euch noch ein bisschen zum Sägewerk gehen. Da war mir noch was, dass wir da nochmal was hatten, dass wir hier so ein bisschen herumstrummern. Hier oben, glaube ich, war auch nochmal was Interessantes, da wollte ich mit euch hin. Und genau, das ist so jetzt einfach so ein bisschen die Sachen, die wir einfach mal machen wollen. Ja, ich habe mir jetzt so gesehen, also weil wir ein bisschen auch mal quatschen, immer laufen, etc. pp. Werden wir das von der Screentime immer so machen, dass wir so 40, 45 Minuten anpeilen. Ich habe sonst eigentlich, will ich immer gucken, dass ich zwischen 30, 35 komme. Aber ich muss sagen, bei War Tales müsste ich dann Wege schneiden. Wege schneiden ist aber doof, weil wir ja ganz oft erlebt haben, wie oft wir dann noch da irgendwie welche Kämpfe hatten. Und dann immer hin und her und zack und rum geschneidet. Ich mag mein Let's Play. Also das ist jetzt so meine persönliche eigene Sache, die, wie ich es empfinde. Und deswegen mache ich das auch so. Ich hasse eigentlich, dass so mal, wenn bei Let's Play so viel geschnitten wird. Weil, wenn ich gucke, ja, es ist nur mein persönliches. Jeder kann es anders empfinden, aber ich finde es immer ätzend, weil ich würde schon gerne sehen, was er da macht. Dann lieber ein bisschen länger gucken. Habe ich was davon? Und so werde ich es halt handhaben. Wir brauchen jetzt demnächst auf jeden Fall noch ein bisschen Verstärkung. Aber das gucken wir uns dann raus. Ja, das Schöne ist, ich sage Diebesbande, aber in letzter Zeit waren wir jetzt diebisch nicht gerade unterwegs gewesen. Also wir müssen da auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr, ein bisschen diebischer noch sein. Ne? Also da müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Ob man das kommt noch. So, hier ist jetzt was Schönes. Ja, hier könnte man jetzt das Brennholz mitnehmen. Hat aber nur eins dabei. Auch im Hand haben wir wieder da. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Aber verwendet schnörgelte Schlüssel. So, guck mal, wir haben nämlich jetzt hier diesen Schlüssel. Den nehmen wir jetzt mal. Die hat ja jetzt gerade nichts mehr für uns. Und wir werden jetzt einfach mal das nutzen und dahin untersteigen. Und Eider Daus, schau mal eine. Guck, hier sind die Flüchtlinge eingesperrt. So, und hier noch. Wissenspunkt. Wissenspunkt ist immer gut. Ja. So, und wir haben jetzt auch schon fast wieder da oben nochmal die Punkte voll. Jetzt können wir mal gucken. Rekrutierungskosten könnten wir machen. Wir könnten hier Wiederherstellungs. Erhöht die Anzahl der Aufträge. Listiges. Schlitzohr. Warte mal, was wollte ich denn als nächstes machen? Genau, ich wollte eigentlich hier rein, ne? Wir wollten jetzt gucken, was jetzt nächstes der Geisterschreit und Geisteraxt erlerne. Genau, und der nächste geht dann noch hier rein, dass ich die Dinge auf jeden Fall fertig habe. Guck mal, Wurfsichel, Wurfbeil und sowas, da mache ich gerade irgendwie gar nichts. Ah, genau, die Zweihänder. Ich bin zum Beispiel, ich mag die Zweihandwaffen nicht ganz so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so meins. Hier, ich glaube, den müsste ich noch ein bisschen trainieren, dass er noch ein bisschen Alchi macht. Und wenn der Alchi mehr hat, dann bringt er uns auch ein bisschen mehr. Okay. Willst du mich doch einmal auspeitschen? Okay. Was ist mit dir? Diese Frau hat uns ehrlich Arbeit versprochen. Was haben wir bekommen? Wir werden schlimmer behandelt als Sklaven. Und die Wache will nichts gesehen haben. Aber warum sollte auch jemand den edoranischen Flüchtlingen helfen? Siehst du, das ist so ein bisschen der Grund. Ich muss sagen, anstatt sie hier alle zusammenarbeiten, die machen es nicht besser, also die beiden haben jetzt natürlich gerade total den Popos, aber die machen es nicht besser, aber auch die anderen machen es nicht besser, also die Bauern machen es nicht besser und die Flüchtlinge machen es nicht besser, dadurch sind immer ein bisschen schwierig. Guck mal, jetzt ist das Interessante, oh, sie ist weg. So, wir können uns jetzt erstmal natürlich schön noch ein bisschen Holz mitnehmen, was natürlich sehr schön für uns ist, weil wir Holz immer gut gebrauchen können. Wir haben nur einen Farbenpunkt. Enzyklopädias. Enzyklopädist. Ach, 5 Wissenpunkte ausgeben wieder. Ja, okay, gut. Hier hatten wir gesagt, wollte ich noch. Genau, das wollten wir als nächstes noch machen. Also die Kosten ein wenig verringern. So, das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt. Das ist hier halt weg. Aber, na, braucht noch keine Angst haben, weil, guck mal jetzt. Schau mal einer, guck. Ja, es wäre keine gute Idee von euch, den Keller eines Sklavenhändlers auf den Kopf zu stellen. Wir könnten jetzt verhandeln, aber wisst ihr was? Wir wollen natürlich kämpfen. Da haben wir jetzt immer wieder was zu tun. Wilderer, das sind 6 Leute. Sie ist immer mit dabei und das sind ihre Banditen. Jetzt kämpfen Banditen gegen Banditen, ist auch schon immer interessant. Aber die haben uns einfach doof angequatscht. Ne? Also da können wir uns nicht bieten, außerdem eine andere Diebesbande, eine Ganovenbande hier, die können wir uns nicht leisten.
Aus diesem Grund machen wir jetzt hier einen schönen kleinen Kempler. Ines Wilderer Ganove. Ines Ganove Wilderer. Warte mal, welcher? Erst geht's der Ganove, dann ist der Wilderer. Dann ist Ines am Zug, ne? Genau. Wann ist denn der Wilderer am Zug? Das dauert. Warte mal, der muss, wenn wir uns da hinten platzieren, aber geht nicht komplett. Geht nicht komplett. Wenn wir uns jetzt hier hinten platzieren, der läuft bis dahin. Guck mal, der ist ein recht langsamer und hat einen blöden Schusswinkel. Also der kommt gar nicht so weit. Aus diesem Grund würde ich sagen, wir verlagern unser Kampfgeschehen mal hier rüber. Rea Hilde bekommt den Posten und Diego bekommt den Posten. Wobei, ich würde gerne Bart in die Richtung setzen. Ich muss mal gucken, komme ich an den Wilderer ran? Ja, an den Wilderer würde ich rankommen. Also als erstes ist der Ganove dran, dann ist der Wilderer dran. Also sprich, wir machen Hildchen. Hildchen, das wilde Hildchen, die beginnt hier erstmal. Wir werden als erstes erstmal den Ganove natürlich gleich wegarbeiten. So, jetzt haben wir... Ach, wobei, weißt du, wir haben jetzt gerade den Punkt mit... Nee, was ist das am Machen? Wobei doch, wir müssten den eigentlich umhauen. Weil der macht uns gleich noch schön Schaden, ne? Und der macht der Giftschaden. Nee, okay, pass auf, den hauen wir weg. Das geht so nicht. Bupp. So. Haben wir den schon mal weggehauen. Jetzt würde ich sagen, was wir jetzt schon mal machen können. Wir könnten jetzt schon mal hier hingehen. Bleiben wir einfach stehen. So, jetzt kommt Mr. Bart. Bart, Bart, Bart. Du kannst bis dahin latschen. Dann wirst du hier einmal den reinballern. Und jetzt machen wir natürlich das Wichtigste erstmal weg. So. Dann können wir das ganze Ding lassen. So, jetzt sind wir nämlich wieder dran, ne? Und wisst ihr was? Komm, wir lassen Tor. Also Torres macht ja bis jetzt immer ein gutes Spiel, finde ich. Der hat immer Jude reingehauen. Ey, ist eigentlich das krass, wa? Guck mal, wie, die sind eigentlich Stufe 3. Wir sind, glaube ich, jetzt Stufe 4 und trotzdem ballern wir die hier weg ohne Ende. Sag mir bloß nicht, du bleibst da drin stehen. Oh. Aber dafür, dass sie Experten sind, muss ich sagen, machen sie ganz schön viele Fehler, die ich irgendwie etwas schwach finde. Also die Fehler sind wirklich ein bisschen zu heftig. Oh gut, dass der jetzt sich auch noch da reinlässt. Also pass mal auf, das hier ist ein Flächenschaden, wo der Blitz dann kommt. Der Blitzschlag, der kommt am Ende der Runde dann. Und der ist wirklich übel. Der ist wirklich übel, der Blitzschlag. Die verstehe ich nicht, warum sie da reingehen. So, der hier, der kann uns auch noch nicht viel. Der Vorteil, die Sache ist, ob wir mit Bart so schnell wie möglich dahin kommen. Rea macht mal den Weg nach dort und beendet ihren Zug. Und guck mal jetzt nämlich. Ich musste nicht mal was machen, die ist tot. Einfach tot, weil die da hingelatscht ist. Das Problem ist, wenn ich bis hier laufe, kriege ich nichts. Ich komme an ihn gerade nicht so ran, wie ich es möchte. Ja, das ist mein Problem. Okay, dann machen wir es anders. Ich gehe erstmal mit ihm hier daran, wir hauen den um und dann... weißt du was? Doch. Oh. Nö, wir gehen trotzdem ran an den, soweit es geht. Problem ist, ich kann jetzt ihn leider nicht zwingen, an mich ranzusetzen. So, und jetzt wollen wir natürlich so machen, dass wir uns hier so ein bisschen aufstellen. Dann holen wir uns ihn gleich und dann passt das. Ach Mist, doch, es geht doch. Ah, doch, ich hätte eine Möglichkeit. Pass mal auf. Kostet uns nämlich nur einen Punkt. Wir haben ja mit denen... So, pass mal auf. Hopp. Und das war's, mein Kleiner. Fertig. Mehr müssen wir gar nicht machen. So, eben check auf jeden Fall raus, sonst ist mich gleich der auch unser Tod, weil ein Blitzschlag ist, soweit ich weiß, immer tödlich. Guck mal, jetzt versucht er mich zu boxen und jetzt... Ach nein, sie hat kein Gift mehr. Sie hat kein Gift mehr. Ich bin noch manchmal... Manchmal bin ich wirklich so ein bisschen neben der Spur, also... Ja, tut mir dann auch mal ein bisschen leid. Ja, Bart brauche ich eigentlich nicht mehr. Jetzt kommt da nochmal ein schöner Blitz rein. Passiert nicht viel. Und wisst ihr was? Komm, wir lassen Rea den jetzt machen, weil ist ja jetzt eh gerade schon am Ende. Und so, damit haben wir auch die Sklavenhändler schon. Also wir sind ja Diebe und sonstiges, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt mit den Sklavenhändlern mitmachen. Ne? Also ich finde das eher, na, semi, also ganz ehrlich. Sklavenhändler hier, also. Pff. So, ist jetzt eigentlich...
Sind die jetzt eigentlich weg? Oder, genau, jetzt sind sie weg. Das hatte ich damals nämlich nicht kontrolliert gehabt. Ich bin einfach beiseite sein lassen und dachte mir, okay, passt schon. Und, aber die sind jetzt weg. Gut, nein, stopp. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben 125. Der bringt mir nicht viel als Stufe 2. Ich habe schon wesentlich bessere Waffen gecraftet. Kann ich ja bei Rea mal gucken. Rea hat nämlich eine Stufe 3 Eisendolch und danach kommt auch die nächste Stufe, wird dann richtig krass. Also, wenn wir das mit diesem weißen Leder dann nämlich machen, das wird dann richtig übel werden. So, Material behalten wir erstmal. Wir brauchen für 14. Für 14. 1, 2, 14. Hier sind ja 16, oder? Ich brauche mehr Brot. Gefahrenstufe ist Durchschnitt. Guck mal, jetzt ist das Interessante, hat man noch nie gehabt. Wir wurden jetzt angegriffen. Aber von irgendwelchen Lowbobs. Also, naja. Komischerweise lädt sich bei mir die ganze Anzeige komplett auf. So, wir sind Überraschung. Überraschung heißt, der erlittene Schaden ist um 10% erhöht. Was denn das ist alles? Das bietest du mir? Du willst mich doch jetzt rollen, oder? Ihr rollt mich doch jetzt hier. Scherge. Weißt du was? Das ist wirklich lächerlich, was ihr mir gerade anbietet. So, Nummer 1 ist tot. Jetzt mache ich wildes Hildchen. Kommt wildes Hildchen bis ran? Ja, wildes Hildchen kommt bis ran. Und wir werden es aber auch schön von hinten attackieren. So, jetzt macht wildes Hildchen der. Ui, ne? Kannst du noch laufen? Na, bringt mir nicht viel. Doch mal in die Richtung, weil der ist da nah dran. Ne? Das ist so krank. Das ist sowas von krank. So, jetzt haben wir da nochmal ein Goldding. Machen wir den Teil. Ich will mal gucken, dass wir irgendwie das hinkriegen, dass wir mehr Tapferkeitspunkte bekommen. So, er kommt bis ran. Kommt Hackert bis ran. Oh ja. Oh, das war es eigentlich schon. Da kommt nicht mehr viel für ihn. Das wird jetzt ganz schnell beendet. So, machen wir das. Runde beendet. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, haben wir nicht mal einen Schadenspunkt gekriegt. Das waren jetzt wirklich Louis. Das war jetzt nichts Besonderes. Das war im Vorbeischlafen. War wirklich jetzt voll im Vorbeischlafen. So, haben wir dafür aber noch mal ein bisschen Rüstung bekommen. Da können wir noch mal ein bisschen was verkaufen. Müssen nicht mal reparieren. Wir haben jetzt noch mal zwei das dazu bekommen. Rea möchte reden. Ich bitte euch, heiliger Jeru. Bitte, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich kann einfach nicht. All diese Zappen, Ratten, die Pest, der Gestank. Was für ein Albtraum. Willenskraft. Schon wieder verzweifelt? Wir haben doch schon verzweifelt. Vorschlagen. Denkt dran, dass solche Missionen nur äußerst selten sind. Offenbart in anderen Ängsten. Wir machen mal den hier kurz. Weil ich glaube, Rea kann nicht doppelt verzweifelt haben, ne? Ah ne, wir haben deprimiert. Schidikowski, das war jetzt ein totaler Fail. Ach du Heilige. Guck mal, hier drei nochmal. Ist ja geil. Ich glaube, den habe ich gerade gemacht, ne? Ja. Spezialist glaube ich nicht, ne? Verbessert Klassenfertigkeiten dreimal. Nee, die habe ich nicht gemacht. Das hier will ich. Hier will ich nochmal reinkommen. Wo kann ich denn hier nochmal was machen? Ich will den hier haben mit den 10%. Na, Alchemist Stufe 1 stellt 5 alchemistische Rezepte der Alchemie-Rezepte her. Entdecker. Na gut, müssen wir mal gucken, was jetzt noch kommt. Wir laufen jetzt erstmal weiter. Wir haben da hinten auf jeden Fall noch eine Mission nämlich zu tun. Die würde ich gerne machen. Genau, das ist die da hinten irgendwo. Und ich glaube, in dem Bereich waren wir auch noch nicht so viel unterwegs gewesen. Ne? 120 Ocken, ey. Na gut, ich beschwere mich von den Kosten her, aber eigentlich sind es ja gar keine Kosten. Guck mal, da sind sie ja. Hi, wartet ihr extra auf mich? Ihr seid aber glücklich. Was ist das jetzt machen? Oh ja. Ab rein, die gucken jetzt nämlich den Weg nach unten und wir rennen volle Kanne rein. Ja, natürlich dreht er sich in dem Moment. Weiter. 3, 5, 7,
8. Leutchen. Oh, jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. Finde ich aber gut, dass wir jetzt noch mal ein bisschen eine erhöhtere Schwierigkeit bekommen. Nachher denkt ihr noch, ich mache das ja alles im Vorbeischlafen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Warte mal. Ganove fängt an, dann fängt der Wilderer an. Wie viele Wilderer hast du hier stehen? Hier hast du keinen Wilderer stehen, ja? Also den Wilderer habe ich hier stehen. Gut, dann brauche ich... Wie weit kannst du laufen? Okay, ihr könnt bis da ranlaufen. Dann würde ich Bart erstmal nach da setzen. Torus setze ich hier hin. Rea setze ich da hin. Diego mache ich hier hin. Dass wir hier so eine Linie haben. Der Schlamm ist immer problematisch, da können wir nicht so weit laufen. Der beginnt. Dann ist der Wilderer dran. Dann ist der dran. Wohin kann der laufen? Das könnte man hinkriegen. Weil ich würde vielleicht das so machen, dass ihr beide tauscht. Und Torus wird sich hier durchquälen. Wird ihn als erstes attacken. Jetzt haben wir den Goldpunkt wieder gekriegt. Mal gucken, vielleicht krippen wir. Ja! Hutza! Damit haben wir den schon mal hinter uns. Sehr schön. Torus, ich bin wirklich stolz auf dich, mein Kleiner. Als nächstes kümmern wir uns mal um den Wilderer, dass der auch erstmal weg ist. Nein, der ist natürlich nicht weg. Ach, Mann. Die sind schon... Man merkt schon gleich einen Unterschied. So, als nächstes ist ja Theodora dran. Ne, passt mal auf. Das machen wir jetzt gleich ganz anders. Ich werde mich mit dem nämlich gleich mit meiner wilden Hilde befassen. Den habe ich jetzt da gar nicht mehr gesehen. Ja, man sieht, man macht trotzdem noch ganz schön arg Fehler. Wildes Hildchen, Mensch, das machst du wieder Wunderbärchen. So. Weil das Schöne ist, wenn der mich jetzt attackt, was ist das für ihn? Ich liebe die Hilde einfach. Wenn die loslegt, kann es nicht besser laufen. So, warte mal, jetzt muss ich gucken, komme ich noch an ihn ran? Der hier hat nämlich einen sehr weiten Weg. Warte mal, wenn ich hier bei denen nach da setze. Ich setze sie als erstes ran. Jetzt kann ich nämlich das so machen. Oh, du hast jetzt keinen abbekommen. Sehr gut. Und jetzt gibt es von ihm hier erstmal was drauf. Und er kann uns erstmal nicht weiter belästigen. Braucht einen besseren Bogen, ey. Nee, den lasse ich drin. Das ist das Problem. Der greift gleich. Nachher, ach Mist, die haben so viele, ne? Die haben so viele. Ich muss jetzt aber auf Hackert aufpassen. Wenn der erwischt wird, wäre das ziemlich schlecht. Weißt du was? Hackert geht trotzdem hier erstmal an. So war es genau. Du gehst erstmal hier trotzdem ran. Ich hoffe ja, dass Hild den anderen abhält. So, er ist erstmal weg. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen laufen. Eher schwierig. Lauf mal bitte dahin. Danke dir. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt die. Genau, der geht nämlich auf Torus. Das war mir klar. Aber die Mission haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr zu tun. Jetzt ist... Nein, er geht natürlich daran. Kaski. Aber ist schon mal schön. Wir haben ja wesentlich mehr zu tun. Ist das der Ganoven? Ist der Marodeur dran? Den Ganoven attacke. Ja, machen wir trotzdem den Ganoven als erstes. Wenn ich den jetzt mache. Ne, machen wir trotzdem. Einfach nur, dass der runtergeht. So, jetzt kommt der nochmal auf ihn. Oh, der da ist. Wir haben wirklich gut was abbekommen. Jetzt müssen wir danach wirklich ein bisschen mal loslegen. Ich hoffe, Barak, du bist jetzt danach ein bisschen besser dran. Neue Runde beginnt. Als erstes ist der Wilderer dran, ne? Genau. Der ist noch gar nicht dran. Dann würde ich sagen... Weißt du was, mein Kleiner? Komm du mal hier ran. Mach mal hier Ende, mir Länder. Und dann ziehst du dich schon mal zurück.
So. Jetzt sind erstmal die hier außen dran, ne? Ganove und dann ist der Ganove dran. Okay. Ganove und Ganove. Also wäre es am sinnvollsten. Wenn Torus. Ne, warte mal, Torus läuft. Und zwar erstmal am besten hier ran. Dann macht er mal eine Runde Schlitzeritzi. Und dann kümmerst du dich um den Ammerglauch. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Haben wir natürlich nicht. Aber ist nicht schlimm. Oh, warte mal. Wobei, nee, wir machen es trotzdem so. Bumm. So, jetzt gucken wir mal. Diego. Diego macht den erstmal weg. Und, oh, weißt du was? Wir gehen mal ran. Kostet mich zwar 2 Raser. Genau, die Basis-Ding. Ah, habt ihr gerade gesehen. Wie ein K.O. kannst du nur einen Gegner schlagen, wenn du nicht vorher diese Attacke gemacht hast. Der eine ersetzt den anderen sozusagen. Das ist das, was ich vergessen habe, darüber noch zu erklären. Also wenn wir den einen gefangen nehmen wollen, müssen wir erst mal gucken, dass ich es so hinkriege, dass er dann die Hauptattacke noch nicht gemacht hat. So. Fertig, ja? Nö. Nee, Freundchen. Jetzt werden wir ja auch noch ein Cleanup machen, mein Freund. Und zwar werde ich jetzt hier mich zu dem mal hinsetzen. Und jetzt werde ich dem mal hier richtig einen auf den Töfters geben hier. Mal auf hier. Wilde Hilde ist wirklich wild, ist jetzt unterwegs. Gut, nee, das machen wir zu Ende. Und. Aber der Kampf war, also muss ich sagen, der Kampf war schon ein bisschen herausfordernder wieder. Also das Mal hat jetzt auch wieder Spaß gemacht. Steht zwar leicht da, aber wir haben hier. Guck mal, dafür haben wir auch einen Dreier bekommen. Stufe 3. Ich glaube, den hatten wir. Haben wir den schon so? Nee, mit Dreier-Crit hatten wir noch nicht bekommen. 5, ein bisschen davon, ein bisschen daraus. Wir brauchen 8 Reparatur. Das finde ich cool. Wir konnten damit auch mal wieder ein bisschen reparieren. Weiter. Ihr habt die Mission Kopfgeld abgeschlossen. Guck mal, wir kriegen aus dem Ding, haben wir gerade mal ein 50 plus, ja. Vermisst immer noch nicht den, den ich gerne hätte. Noch ein? Oh, berühmt. Danke. Was brauche ich hier noch? Ein Raffer? Er sammelt 50 Ressourcen. Ach so, ich muss noch mal so ein paar Ressourcen sammeln. Okay, na gut, das kriegen wir ja hin. Guck mal, da ist noch mal was. Wir hätten jetzt 35, ne? Oh. 35. Jetzt müsste ich ja... Genau, sehr schön. Also wir müssen ein bisschen Ressourcen sammeln. Hier ist das Hochland der Fährtenleser. Das ist das Gute, der Hochland der Fährtenleser. Da kriegen wir nämlich ein paar schöne Sachen heraus, die ich finde sehr nützlich sind. Oh, hier war was. Habe ich da gerade irgendwo drauf geklickt, ne? Ne, habe ich nicht? Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir gehen dann gleich zu denen hin. Ich will nur mal jetzt die Dinge einsammeln, die wir hier finden. Weil ich gerne den Punkt da kriegen wollen würde. So, haben wir den jetzt da? Sehr gut. Da gibt aber nur einen, wa? Ach Mann, das ist mies. Ist das mies. So, jetzt zeige ich euch mal, warum ich gerne hier hin möchte mit euch noch. Denn dort haben wir die Möglichkeit... Nee, lauf jetzt da rein. Lauf jetzt da rein, Minim. Ey, du kannst nicht jedes Mal alle Meter drumherum rennen. Renn jetzt einfach mal da rein. Wir wollen jetzt mal da rein, um mit denen zu quatschen. Die hier haben so eine speziellen Sachen. Und da können wir ein paar schöne Sachen uns erkaufen. Ich bin doch gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich immer ein bisschen absuche. Und zwar diese Dame hier, Jägerin, die bietet uns schöne Ware an. Versucht es gar nicht, mir euren Dreck zu verschachern. Ich brauche Reichszähne, um unsere uralten Rituale durchzuführen. So, und die bietet an Rüstungsverstärkung des Weisen. Das ist, da brauchen wir Schmied-Novize. Damit können wir was verbessern bei uns. Hier gibt es noch einen Kohlbarsch, scharfer Reißzahn. Was ist denn das? Scharfer Reißzahn. Okay, da brauchen wir einen Tüftler-Lehrling. Tüftler-Novize, Fleischtrockengestell. Ist ja genial. Aber guck dir, was das kostet. Das kostet uns diese Zähne hier nämlich. 100 Zähne. Und die kann uns nämlich das geben. Kostet 16,10. Wenn wir jetzt alle zusammen kaufen würden, müssten wir 160 bezahlen. Dann hätten wir hier aber wieder was nachgefüllt. Problematisch, was das Ganze dabei ist. Ah. Ist ja auch cool.
Also hier zum Beispiel Rüstungsverstärkung des Verteidigers. Da kriegen wir ein bisschen was. Da kriegen wir, glaube ich, kriegen wir ein bisschen Schutz, glaube ich. So, warte mal. Was ist denn das? Mittlere Rüstung. Taurus hat eine mittlere Rüstung. Ne? Der Hartherzfabrikanter des Deserteurs. Der hat minus. Aber der hat nur 10 und 11. Der ist besser. Das hier ist eine leichte Rüstung. Leichte Rüstung haben nur meine Hübschen hier. Was hast du? Du hast 2 Bewegungen, 19 Rüstung. Da hätten wir 2 Bewegungen, aber wir würden nochmal Crit reinkriegen. Guck mal, hier kriegen wir haben wir zwar eine Rüstung mehr, aber hier haben wir nochmal Crit drauf. Außerdem sehen wir da ein bisschen stylischer aus, muss ich sagen. So, Rea, was hast du? Du hast 1 Crit, 11 Rüstung, 2 Bewegung. Oh, Rea bringt mir damit mehr. Ja doch, packen wir mal Rea rein. So. Diego, du hast gefütterte Jacke, 22 Rüstung. Nee, da ist die Rüstung ist mir da ein bisschen lieber. So, die Waffen, da hatte ich jetzt überall die Eisendolche drin. Ne, da brauchen wir die auch erstmal nicht. Und dann können wir hier eigentlich den Rest ja dann verschachern. Den kriegst du... Ach nee, können wir nicht bei ihr. Die will ja wirklich gar nichts kaufen. Oh Mann, du bist gemein. Ich wollte dir das verkaufen. So, wir lernen das hier mal. Ist für mich wichtig, weil ich die jetzt als nächstes anvisiere. Wir sind jetzt hier schon Stufe 4. Und damit können wir die alle verstärken. Na gut, bis auf Taurus. Taurus müssen wir noch nachrüsten. Das kommt dann noch. Rüstungsverstärkung des Verteidigers. Damit könnten wir eigentlich... Kostet mich halt diese Reißzähne, ne? Wollen wir das trotzdem holen? Ich weiß, wir könnten damit das holen, aber ich glaube, ich würde gerne... Warte mal, nee, wir machen erstmal noch nicht. Nur noch Zeit. So, Fährtenleser... Ich bin Brennan. Der Fährtenlesermeister. Unsere Bruderschaft ist mit der Aufgabe betraut, die wilden Tiere auf dem ganzen Kontinent zu bekämpfen. Erfolgreiche Jäger werden für ihre erlegten Tiere bezahlt, denn sie schützen dadurch das einfache Volk vor diesen Bestien. Also, wenn ihr euch uns anschließen und von uns lernen wollt, müsst ihr euch zunächst in einer ersten Jagd bewähren. Na gut, dann machen wir das mal. Kehrt siegreich zurück? Oder überhaupt nicht, mein Freund. Wir müssen hier so ein, das ist so ein Bericht, wo wir denn den verfolgen müssen. Ich guck mal, ob der gleich ist. Da bin ich ja mal gespannt. Hier haben wir noch Druide. Ach, ich beneide das Wort um unsere Kriegsvermalung, hä? Da seid ihr nicht die Ersten. Tut mir leid, aber nur jene, die in unsere Gebräuche eingeweiht wurden, haben das Recht, sie zu tragen. Um in den Kreis der wenigen Auserwählten aufgenommen zu werden, müsst ihr nach Uldren reisen und die Druiden in der Lichtung der Tulis darum bitten. Doch seid gewarnt, der Weg dorthin ist voller Gefahren. Ah, ist okay. Das wusste ich jetzt nämlich auch nicht mehr, dass man das dann nochmal machen konnte. Okay. Okay, okay. Ey, seht aber, was wir hier schon wieder für ein Problem haben. So, dem Bericht zufolge wurde nördlich der Stellung ein weiterer Leichnam gefunden. Alles deutet auf die riesige Wölfin Sika hin, die wir seit Wochen jagen. Gut, dass wir die auch noch nicht gekauft haben. Wir kriegen ja 10% weniger. Sprich, der würde uns nur 90 Reichszahn kosten, wenn wir endlich den anderen Erfolg noch kriegen. So, mein Kleiner. Wir machen jetzt hier erstmal ein Lagerschiff. Wir haben noch schön ein bisschen Zeit. Das sollten wir auch nutzen. So, zack, zack, zack. So, wir müssen auch mal wieder Sold zahlen. Wir kriegen ja dann bald wieder neues Geld. Das ist jetzt nicht das Problem. Geld sieht jetzt bei uns nicht so schlimm aus, finde ich. Zumal wir auch hier schon wieder neue Ware und ähnliches haben. So, Lagebericht. Moment, meine Freunde. Bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Okay, also wir ziehen jetzt erstmal weiter. Und zwar, was hat er ja gesagt gehabt? Wir sollen, bei den Stallungen, hat er gesagt. Die Stallungen sind hier, da müssen wir noch hin. Da waren wir noch gar nicht drin gewesen, ne? Stimmt, ja. Ach du Heilige, da müssen wir auch nochmal. Ah, guck mal, hier hast du manchmal das Problem, da hat er jetzt nicht mehr einen Pfad erkannt, dass du da nicht runterlaufen kannst. Manchmal also er hat er auch ein paar Schwierigkeiten, das zu erkennen. Finde ich immer ein bisschen krass. So an sich hat er eine sehr gute Wegfindung, finde ich. Aber ab und an ist dann doch schon, wo er dann sagt, ich finde da nichts. Und dann musst du da ein bisschen herumklicken. Holz war das, ne? Sehr schön. Wir brauchen nämlich Holz auch noch. Wie gesagt, ich will so schnell wie möglich dann gucken. Also sobald der erste im Fünfer ist, bekommt der die Rüstungen geschmiedet, die wir brauchen. Weißt du was, wir sind jetzt eh gerade hier, ne? Pass auf, wir gehen mal zum Gasthaus, zur Jause. Du kriegst hier mal dein Kopfgeld. Also ich krieg mein Kopfgeld. Was hast denn du da noch? Da bin ich ja gerade dabei. Und oh, guck mal, der hat nur noch durchschnittlich. Das ist krass. Bei der hier, wenn ich den jetzt schon noch schwer noch habe, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem dann wirklich zu Rande komme. So, wir gehen mal raus. Wir gehen mal zu Hulan Schmiede. Hi, mein Freund, du pass mal auf. Kaufen für 24. Okay, nee, brauchen wir nicht. Guck mal hier, ich verkaufe hier sogar noch eher was, was ich nicht mehr brauche.
Und hab ja 2155, meine Freunde. 2155. Das ist richtig übel. Fett. Okay, ne, Fett brauchen wir jetzt nicht. Schneelilie. Warte mal, wir könnten auch noch mal Apotheke von Till drin, ne? Was könnte man denn hier? Hackert? Medizin? Da haben wir ja eigentlich genügend da. Machen wir auch mal gleich. Ich stelle noch mal eine Medizin her. Weiter. Aber hat mir jetzt nicht viel gebracht. Weißt du was? Wir kaufen mal 5 Fläschchen noch mal. Hey, du, sag mal, hast du 5 Fläschchen? Ja, hast du sogar. 1, 2, 3, 4, 5. Was hast du hier? Aber wir sind noch kein Lehrling. Jetzt könnten wir Öl der Stärke und schärfendes Öl machen. Ich weiß nur nicht, was das mir bringt. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das sollten wir dann auch mal machen, weil in meinem Spielstand hatte ich das gar nicht genutzt. Warum auch immer. Also, ich bin jetzt auch ein bisschen mit euch. Wir probieren jetzt auch ein paar Dinge, die wir nicht haben. Ja! Und da haben wir nämlich auch unseren Lehrling schon. So, des Weiteren müsstest du jetzt genau den letzten Pfad haben. Und jetzt machen wir das hier, genau. Wir hatten leserweise Wissen von eurer Truppe und erkennen ihn. Den machen wir jetzt auch. Das will ich mir erstmal holen, weil ich den gut finde. Genau. Einflussnehmer? Oh. Das ist cool. Ach, stimmt. Ja, guck mal, wie weit wir aber sind. Geheimnis und Weisheit und Kampf, Macht und Ruhm haben wir wirklich gut. Was wir noch nicht so haben, ist Handel und Handwerk. Da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und hier, ja, wir sind eigentlich das und haben bis jetzt noch gar nichts gemacht, ne? Da müssen wir echt mal ein bisschen was noch tun. Ah, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, warte mal. Also du kannst ja jetzt hier leider nichts mehr machen. Was, du hast ja jetzt 2 Rezepte für mich. Ne? Pass auf, die beiden lerne ich mal jetzt, aber ich will jetzt auch mal, wir haben Geld ja da. Geld ist für uns jetzt nicht so relevant. So, lern den mal. Ja. Und, warte mal. Und ja. So. Genau, die haben wir jetzt beide erlernt. Und verdorbene, das Klebrig durch die Essenz ist ein wichtiger Bestandteil beim Brauen alchemistischer Öle. Ah, okay. Den muss ich als nächstes noch lernen. Okay, also wenn ich den habe, was brauche ich eigentlich? Das sehe ich jetzt noch gerade gar nicht. Guck mal, der braucht Öl und Stärke und tallloser Reißzahn. Oh nee, das ist ja mies. Ein Reißzahn ist doof. Jetzt habe ich das Salz und dann kann ich das machen. Kritische Treffer um 10 erhöht. Jedes Mal, wenn eine Fertigkeit Schaden verursacht, erhöht sie mit 50% wahrscheinlich für 3 Runden die Stärke. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann verlassen wir mal hier. Wir gehen zum Markt der 3 Hasen. Dann würde ich gerne mal mit Alina quatschen. Ja, ja, pass auf. Dann kaufe ich mir das mal ab. Dann kaufe ich dir das mal ab. Dann sprechen. Kaufe ich dir das hier ab. Danke. Tschüss. Das haben wir wieder ein bisschen ausgegeben, aber das ist jetzt für mich gerade nicht so relevant, weil wir brauchen da auch einiges an Material. Wir brauchen ein bisschen, genau, da will ich mich Brot dran. Brot ist für mich schon immer sehr wichtig. Und jetzt ein Veteranenkoch jetzt. Wir haben jetzt 11 Tage Essen. Ich glaube, was wir als nächstes bräuchten, wäre vielleicht noch ein Reittier, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir nicht irgendwie die Möglichkeit, mal ein paar Sachen zwischenzulagern? Guck mal, wir haben jetzt hier 0,5 Gewicht. Das sind schon, das sind schon locker 15er Gewicht. Ach, Mann. Also Gewichtung haben wir hier schon eine ganze Menge. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken, ob wir da irgendwie, haben wir jetzt ein bisschen was los oder nicht. Oh, guck mal, Lederball. Wird man eigentlich loswerden, der bringt uns jetzt gerade nicht. Der hier, der bringt uns später schon was. Ketten, naja, warte mal, hier haben wir aber den könnten wir mal gut gebrauchen. Ich brauche mal hier gleich mal 3 Seile. Doch, herstellen. Bam. 3 Seile gemacht. Hast Wagen hat Luft. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Was bringt mir eigentlich eine Lagertruhe? Ihr kostet mich aber wieder 2. Wenn ich jetzt eine Lagertruhe mache, kostet das mich wieder 2. Das ist ätzend. Und hier bringt mir erstmal gar nichts weiter. Und die habe ich auch noch nicht gelernt, ob ich daraus irgendwas mache. Ich glaube, nur Luxusgut. Okay, weißt du was, wenn es nur ein Luxusgut ist, pass auf, wir verkaufen den jetzt erstmal. Wenn wir den später irgendwie doch hätten gebrauchen können, dann habe ich einen Turtles, aber das ist dann später so. Kommen wir aber trotzdem nur auf 8, ne? Ey, wir kommen nur auf 8. Hm.
Ich ärgere mich jetzt gerade. Ich finde gerade nicht, wie ich runterkomme. Ich muss also eigentlich, müssen wir herstellen. Wir müssen eigentlich herstellen. Oder aber, wir kaufen uns noch ein Reittier. Wir haben 1960. Ja. Und wir gehen mal zu den Stallungen. Und von den Stallungen aus könnten wir nachher noch zu dem Turm dann gehen. Weißt du was, wir gehen zu den Stallungen und kaufen uns jetzt doch nochmal vielleicht ein Reittier. Ich glaube hier, ja doch, hier konntest du ein Reittier kaufen, da gab es auch eine Ach, hier ist das Ding. Nee, warte mal, das machst du gleich. Wir gehen jetzt zu den Stallungen und kaufen noch ein neues Reittier, weil wir noch eine Möglichkeit haben, wo wir ein bisschen mehr mitnehmen können. Was ist denn so hier? Stoff, Schneelilie, okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Hast du hier irgendwo eine schöne Kiste stehen? So, was ist hier? Auch wenn der Krieg in Edoran ein Segen für mein Geschäft ist, tut mir mein Armpolis einfach unglaublich leid. Ich sehe, dass ihr keine Soldaten seid. Nehmt sie mit, wenn ihr könnt, sonst würden sie höchstwahrscheinlich ohne eigenes Verschulden tot auf dem Schlachtfeld enden. Und was hast du noch für mich? Ah, wenn ich daran denke, wie viele Leute ihre Ponys nicht beschlagen, möchte ich mir die wenigen Haare ausreißen, die ich noch habe. Ich sage euch was, wenn ihr bei uns ein Pferd kauft, bekommt ihr die Hufeisen gratis dazu. Okay, was haben wir denn hier? Gucken wir mal durch. Diese Kreatur scheint euch darum zu betteln, mitzunehmen. Okay. Um 180 kosten die hier. Verfassung 20. Verfassung 20. Dann haben wir hier einen Pony. Mit deinem scharfen Auge und dem weichen Fell ist er der perfekte Begleiter im Alltag. Aber hat nur eine Verfassung von 19. Der ist schon mal eins besser. Eins ist eins, ne? Eins ist schon für uns ganz wichtig. Der hat auch nur 19. Okay, dann werden wir... Das kranke Tier knabbert an Kohlblättern. Eigentlich wäre schon gut, wenn wir ihn eher mitnehmen. Aber wir werden ihn mitnehmen. Den adoptieren wir. Ja. Pony hat sich eurer Trupp angeschlossen. Eure Gefährten fragen sich, warum? Naja, weil er uns helfen kann. Er ist ein Arbeitspony. Guck mal, jetzt haben wir nämlich 200 Erträge. Ja gut, das bringt mir jetzt nicht viel. Dann machen wir das so. Ja komm, weil wir es können hier. Oh, jetzt haben wir ein starkes Pony. Zack. So, meine Güte. Und wir sind so. Ja gut, wir haben jetzt Plötze. Aber wer bist denn du jetzt? Ne? Wer bist denn du? Ah, genau. Nee, doch. Und du bist Plötzi. Pony wurde zu Plötzi umbenannt. Die anderen Gefährten sind damit einverstanden. Aber das ist aber nett von euch, dass ihr damit einverstanden seid, dass ich ihn Plötzi nennen darf. So, warte mal. Du schuldest mir was. Ah, bitte, nimm diese Hufeisen an. Aber dem Auge zuliebe, beschlagt damit eure neue Ross. So, jetzt haben wir ein Hufeisen. Jetzt können wir Plötzi das geben. Bumm. Und jetzt sind wir 3% erhöht. Warte mal. Ach, guck mal, der kann Tragfähigkeit. Das haben wir noch 3% schneller mit dem zweiten. Das klappt. Und das Schöne ist, das ist übrigens ganz wichtig, dass ihr das macht, denn das ist auch eine von denen, wo ihr abgeschlossenen Orte braucht. So, untersuchen. Oh, Teile der Leiche sind grausam verstümmelt. Nur ein Tier konnte so große Fleischbrocken abreißen. Gut, ne, ich würde sagen, wir begeben uns heute auf jeden Fall auf die Jagd. Ich weiß nicht, ob es derselbe Ort ist wie damals. Ich kann mich aber auch nicht mehr ganz so genau erinnern, wo der Ort war. Wir folgen jetzt dem Ganzen einfach ein bisschen. Meine Güte, ist der schnell. Hattest du mal... Manchmal dreht sich die Kamera weit schneller, als es eigentlich müsste. Der jetzt hier irgendwie rübergehen, ne? Genau. Oder hier runter? Ne, wobei doch, war hier rein. Und dann hier in den Wald hinein, genau. Und jetzt geht ihr rauf. Ja. Pedal. Zika ist ein Alpha. Ist eine Stufe 3. Ah, nee. Zika ist ein Alpha. Wir haben noch einen Alpha und 5 Wölfe. Sprich, wir haben 7 Wölfe jetzt. Ich glaube, das ist dann auch noch so schön unsere Abschlussrunde heute. In der nächsten Folge werden wir nochmal zum Leuchtturm gehen. Und wir haben ein bisschen Kronen gelassen. Ne? Mit 1780 sind wir schon ein bisschen runtergerutscht. So. Überraschung. Zika. Zika ist dran und vorher ist der Wolf dran. Okay. Zika würde ich gerne mit Hilde ankriegen.
Aber könnte dahin. Der könnte den nämlich erstes wegräumen. Taurus ist der zweite, der den da beschützt. Und Diego würde ich gerne hier. Oh, mir fehlt mehr. Wir brauchen noch mehr Bogenschützen. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Mir fehlen die Bogenschützen. Der Wolf ist als erstes dran. Also pass mal auf. Ich muss nur ein Stück hervor, ne? 1,5 Meter. So, pass auf. Wir machen das jetzt als allererstes. Mal gucken. Ärgert mich jetzt gerade, dass ich den nur so kriege. Ist jetzt gerade ärgerlich, aber ist jetzt leider so. So, dann packen wir den jetzt so. Jetzt holen wir mit unserer lieben Hilde. Genau, mit der Hilde gehe ich an die Seeker ran. Muss ich auch. Das ist, sonst hat das keinen Sinn. Also Seeker muss mit... Ich muss sagen, ich liebe die Hilde einfach. Und damit, wisst ihr, was das heißt? Seeker ist tot. Seeker ist tot. Ich liebe diese Hilde. Also Hilde ist der Wahnsinn. So, du bist jetzt der nächste Wolf. Wobei ich lieber erstmal den Alpha wegzwirbeln würde mit Taurus. Rea. Ich komme mit keinem weiter ran. Ich könnte mit Taurus. Taurus war jetzt ein Fehler. Den habe ich falsch gestellt. Guck mal, Taurus kommt an gar keinen eigentlich ran. Sie kommt ran. Warte mal, wo kommst du hin? Du gehst mir an Bart, ne? Ach, du gehst mir am Bart dran. Kann ich jetzt nicht anders machen. Ich muss hier meinen Zug beenden. Gut. Das Gute bei Tieren ist mir, was mir besser aufgefallen ist, die suchen sich immer das nächstmögliche Ziel. Mist. Wobei, ich könnte mit Rea hier vorne ansetzen und Rea macht hier mal einen kleinen Schranz geben. Jetzt ist das Problem, jetzt ist Rea im Target, aber macht nichts. Wir konnten einen ausschalten und das nächste Gute ist, der hat keine Möglichkeit, jemanden anzugreifen. Passt, wackelt und hat Luft. So, als nächstes ist der Alpha dran. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hackert ist immer sehr, sehr schlecht. Hackert habe ich immer noch nicht gut ausgerüstet, wa? Hackert habe ich immer noch nicht gut ausgerüstet. Das ist nicht so gut. Ey. Warte mal. Ich muss jetzt kurz überlegen. Wir machen den jetzt weg. Das passt lieber. Das ist mir lieber jetzt, dass wir den gleich weg haben. Dann können wir uns so ein bisschen... Wie weit kann Hackert... Der Hackert kann schon mal dahin laufen. Aber der Alpha, der tut uns gut weh. Aber weißt du was? Nee, eigentlich ist es doof. Der Alpha kommt bis wohin? Der kommt nämlich nicht bis Hackert, aber er kommt bis daran. So, wir machen das jetzt so. Und dann mache ich das so. Und Hackert lasse ich mal in diese Richtung laufen. Ich glaube, das müsste passen. Ja! Schön, dass du die Hilde besuchst. Das ist dann für ihn ein Todesurteil eigentlich. So, wer sagen wir den Wolf noch? Dann ist der Wolf dran. Horus jetzt hier den Attack. Dann den Attack. Dann ist der eigentlich gleich tot, ja. So. Kommt mit dem noch und auf Wiedersehen. Ey, wir kriegen wieder so viel Fleisch, ne? Es wird schon wieder so übel. So, Taurus ist erledigt. Hat alles erledigt. Jetzt können wir hier erstmal noch schnell den ausschalten. Nö. Wollen wir Hildes kämpfen lassen oder lassen wir Bart mal wieder einen kleinen Schuss abgeben? Ach komm, Bart, mach du mal. Klaust du der Hilde mal den Kill? Mein Bart, was soll denn das? Ja, tut mir leid. Sieht ja anders. Musste mal sein. So, jetzt haben wir wieder schön ein bisschen Fleisch. Dreier Reparatur. Finde es jetzt eigentlich gerade ganz angenehm. So, die Jagd hat begonnen, haben wir erledigt schon und das war's. Ey, das ist so krass. Ey, was das Problem ist, was kostet mich das? Erfahrungsruhe hat keine, bestimmt weil wir sie gerade weggenutzt haben. So, unser Veteran kocht, du kannst 5-mal Wolfswurst machen. Wir haben 149,9 und wenn ich jetzt koche, weiter, 146,9. So, damit sind wir die auch schon wieder los. Haben wir die Wolfswurst auch schon mal verbraten? Er wird eh gleich meckern, ne? Also können wir eigentlich gleich schon lagern. 6 von denen. Warum habe ich jetzt... Ah, wieso habe ich jetzt 20? Hä? Moment mal. Das Pferd verbraucht auch Essen? Oh, 6!
Die Pferde verbrauchen mehr als wir. Okay. Zu aller Not gibt es irgendwann mal Pferdefleisch. Pass mal auf, wir verbraten jetzt erstmal das hier, ja? Das verbraten wir als allererstes. Bär kann ich nur nicht verarbeiten. Komm, hauen wir mal gleich weg. So, jetzt brauchen wir noch 8 Points, ne? Upsi, nein. 1, 2. So, dann rasten wir mal gleich. Dann haben wir es hinter uns. Gehen wir noch Richtung Leuchtturm? Ich glaube, wir werden noch mal Richtung Leuchtturm laufen. Haben wir jetzt irgendwo noch eine Story? Ne, Story haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen können wir uns eigentlich schon von hinten ziehen. Brauchen wir. Wir brauchen ganz 4 von denen. Okay, meine Freunde, wir haben heute ein bisschen Überlänge. Wo sind die denn? Da sind sie. Hi. Und wir brauchen den als den Albtraum brauchen. Also wir müssen gucken, dass wenigstens einer ein bisschen überlebt. Also erst ist der Phantomeber dran. Ja, der Phantomeber. Pass mal auf. Bart, gib mal dahin. Hilde, gib mal dahin. Torus passt da hinten. Und pass mal auf, wir machen nicht ganz alles. Nee, pass mal auf. Hacker und Rea, wir tauschen mal euch beide. Und Torus hätte ich gerne in dieser Richtung. Nee, wobei, Torus wäre doch besser aus dieser Richtung. Gut. So. Bart, wie sieht es denn bei dir aus? Können wir den mal ganz schnell wegballern? Geht das? Ja. Wir müssen jetzt nur gucken, dass einer von denen auf jeden Fall überlebt. Einer muss überleben, dass dieser komische Albtraum kommt. Weil es gibt ja auch immer einen guten Erfolg. So, jetzt brauchen wir den. Diego! Problem ist, der stirbt so oder so. Der stirbt leider so oder so. Oh gut, den können wir so lassen. Den lassen wir so. Gut, den rühren wir jetzt nicht mehr an. So, Phantomeber macht jetzt auf Wiedersehen. Und jetzt ist der Geisterwolf dran. Den können wir mit Torus schnell mal machen. Und zur Not haben wir da unten noch jemanden stehen, aber ich glaube, Torus müsste dem gewachsen sein. Das Interessante ist, ich muss sagen, bei den meisten anderen Spielen, wenn du so Survival spielst und sowas, kannst du wesentlich mehr quatschen. Aber da du überlegst, gibst du dir auch die Gedankengänge mal ein bisschen so frei. Du sagst, das machen wir, das machen wir, das machen wir. So, weißt du, also das haben wir jetzt hier ja zum Beispiel nicht, weil ich wirklich meistens mich darauf konzentrieren muss, dass wir die hier besiegen. Ja, jetzt habe ich das Problem, ich habe jetzt mir den Schrecken mehr eingeholt, aber genau deswegen habe ich es gemacht. So. Phantomeber. Ich komme mit Hilde nicht dran, aber ich kann mit der Rea in den Kampf gehen. Mit Rea kann ich zumindest schon mal in den Kampf gehen. Mache ich den beenden. So, Bart. Bart. Ich könnte den jetzt ganz easy schon mal raushauen. Ich mache den und dann ziehe ich mit dem... Oh, bitte. Kritter. Natürlich kritter habe ich. Ja, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Na komm, Diego. Mach mal hier zu Ende. Den brauchen wir nicht mehr. Und der Albtraum ist am Ende dran. Schittikowski. Das ärgert mich gerade. Also Bart, ich bin heute ein bisschen enttäuscht von dir. Also, dass du da heute so eine lausige Vorstellung machst, dass du den Albtraum nicht einfach wenigstens in 2 Zügen mal wegballerst. Also ganz ehrlich. Da habe ich wesentlich mehr erwartet. Wesentlich mehr. Das war jetzt Hilde, die da dagegen gehauen hat. Hat Bart so ein bisschen nachgemacht, weil bei Bart jetzt immer derjenige ist, der so. Danke. So, pass auf. Rea, du machst jetzt mal deinen Job hier zu Ende, ne, dass wir den auch weg haben. Und Bart, der ist natürlich jetzt zickig. Sagt, okay, wenn du es meinst, dann gehe ich jetzt ran und mach den platt irgendwie. Aber wo ist denn der jetzt hier? Wo ist denn der? Ich habe den noch nicht so weit. Da ist er ja. Manometer. Gott, mit einem Punkt überlebt. Der Nebel ist schon übel. Da musst du wirklich aufpassen. Den Schutz, da musst du wirklich sicher sein, dass du da hinten wegballerst. Ansonsten bringt es dir gar nichts. So, ja, die brauchen wir nicht weiter. Was haben wir da? Da haben wir noch Holz. Und ich wollte eigentlich mit euch... Ja, toll, ist das...
geht es genau da nicht hin, wo ich hin will. Oder doch, doch, das könnten wir auch von hier hin. Aber wir sind jetzt soweit fertig, ne? Also ich würde jetzt hier immer noch den Gutshof. Das ist mit diesem Tode verurteilt, genau, das müssen wir auch eigentlich noch erledigen. Aber dann ist die Geschichte nämlich hier auch schon fast vorbei. Deswegen, das wollte ich jetzt nicht unbedingt gleich machen. Das machen wir dann später nochmal. So, Geisterjäger, nehmen wir mit. So, also ich würde sagen, für heute war es erstmal. Wir haben jetzt wieder eine etwas längere Folge. Wir haben jetzt aber auch wieder vieles erreicht. Wir haben die Jagd geschafft. Die eine Quest haben wir erledigt gehabt. Dann haben wir ein bisschen was an Kronen gesammelt. Wir haben noch zu Plötzli dazu geholt. Damit können wir ein bisschen mehr tragen. Haben jetzt wieder 60 Gramm, Kilogramm frei, wo wir noch mal ein bisschen was einsammeln können. Wir haben für 9 Tage haben wir Essen erstmal. Also Essen haben wir genug. Geld können wir auch eine Weile überleben, bevor wir weiter bezahlen müssen. Also sieht erstmal alles gar nicht so schlecht aus. Was aber wichtig ist, wir müssen uns doch langsam mal dann überlegen, noch jemanden dazu zu holen, der uns auch noch mal ein bisschen unterstützen kann, damit wir einfach die Möglichkeit haben, am besten wäre zum Beispiel noch ein Bogenschütze. Mit mehr Bogenschützen könnten wir wesentlich besser agieren, wo wir wesentlich mehr noch machen könnten. Ich muss eigentlich auch sagen, wir haben ein bisschen zu viele Waldläufer. Ich lasse die jetzt aber erstmal. Ansonsten müssen wir vielleicht irgendwann mal gucken, dass wir Hackert doch abdrücken und sagen, hier, pass auf, hier nimm jemand anderen oder sowas. Weil irgendeine Geschichte, denken wir uns dazu aus, dass Hackert hat dann die Truppe bestohlen. Deswegen haben sie gesagt, okay, na, weißt du was, Hackert, wir ziehen dich aus, fesseln dich und bringen dich Richtung Gefängnis. Da kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld für dich oder sowas. Schauen wir mal, was da kommt. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt nicht so mal was Feines oder ein Abo, freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir erstmal zum Leuchtturm, gucken, was da hinten noch so ein bisschen ist, sammeln noch ein bisschen Sachen ein, gucken, dass wir so bald wie möglich den ersten auf Stufe 5 bringen und dass wir dann auch die ersten Sachen fertig bauen. Der Erste, der Stufe 5 kriegt Vollmontur schon mal die Geistersachen an, damit wir da auf jeden Fall auch weiter vorankommen. Ne? Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend und morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.